Okay. Er scheint sogar noch da zu sein. Echt? Ich komme gerade noch mal wieder raus. Wo bist du? Da hinten bist du. Ja gut, hier habe ich ja meine Quest. Das Ding kann ja nicht verloren gehen, ne? Ich komme mal zu dir, ne? Dann hätten wir das schon mal. Frosches! Frosches, Frosches, Frosches! Oh, da ist eine Quest. Nein, egal, ich muss hier eh nochmal hin. Die Richtung muss ich. Wilderer Lager. Hütet eure Zunge, Hochelf. König Camoran benötigte Königin Ayrens Hilfe nicht. Er hat tatsächlich nie darum gebeten. Hätte Königin Ayren in Korberg nicht eure Haut gerettet, hättet ihr den Bürgerkrieg verloren. Oh. Brennt es nieder! Ich seh dich! Ich habe gerade keinen Bock auf die ganzen Gegner. Warte mal. Ist das... Ah, nee, ist Eisenerz. Hi. Rufinius. Nee, Rufinus. So. Netter Gegner. Weggerollt. Oh. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man diese Tränke benutzt. Ach so. Ah, okay, ich hab's. Muss sie ja also immer erst wieder auswählen. Nett. Naja. Ich könnte es vielleicht schneller machen.
Oh, er liegt. Mittel, aber doch, passt. Wäre zumindest endlich mal Mittel. Gut. Naja, okay, das sind die Viecher. Sehr schön. So, dann kann ich einmal zu meiner Quest zurück. So. Yay! Oh nein. Oh! Oh! Au! Das war dumm. Ich lerne es aber auch nicht da. Also, ne, dass ich nicht von hohen Kanten springen sollte. Ich lerne das nicht mehr. Das ist so etwas, das kommt nicht mehr ins Hirn. So, hier hin. Lass mich. Der war schon eine nette Herausforderung. Hat viel Schaden gemacht. Ja! In der Tat. Schaden hat er echt viel gemacht. Und hallo, Lena. Ich hoffe, es geht dir gut. So, jetzt bin ich mein Pferd los. Egal. So. Und ins Gewölbe. Also mir geht's soweit ganz gut. Hallo, Donnerkäfer. Oh. Der Weg, der Weg. Irre, was ist das denn? Ein Quarmer Krieger. Rucks. Hm. Ich mich hier unten sichtlich unwohl fühle. Sind jetzt zu viele Kabelviecher. Na gut, sie haben 6 Beine. Geht ja noch. Dennoch. Ich glaube, hier gibt es auch Spinnen. Oder? Nee, das sind Quarmer. Das sind keine Spinnen. Ja. Sind Quarmer. Ist Grip. Grip, wie auch immer. Das ist was hinter mir. Hi. Ja, gut. Mächtig. Hallöchen. Meint er mich?
Okay. Ich hätte jetzt den die Truhe überlassen, aber okay. Viel zu blöd, das eine Truhe zu öffnen. Oh, oh mein Gott, ich habe tatsächlich mal was, aber es ist, schlechter. Okay. Ja, gut. Naja, Magika. Lebensregeneration, Magika-Regeneration. Ja, aber Ausdauer ist dann halt schlechter, ne? Und ich brauche halt mehr Ausdauer. Aber gewährt maximal Ausdauer. Ah, ne, da. Maximal Magika nicht. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Hier hinten noch irgendwas? Das ist doch schön, wenn ihr euch morgen wieder seht. Das ist doch schön. Ist da hinten noch ein Buch? Sieht nicht danach aus. Okay. Meine Mutter ist voll. Ich muss verkaufen gehen. No. No. Ja, so ein bisschen, ne? Zwei, drei Sätze. Reines Wasser. Oben muss ich hin, ne? Lass mich doch da hoch. Servus. Meine Aufzeichnung! Ich kann es nicht glauben! Ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Die Mine ist tatsächlich ein gefährlicher Ort geworden. Aber hier sind sie. Ihr wisst gar nicht, nein, was mir das bedeutet. Das ist mein Lebenswerk. Okay, ich kann es noch nicht annehmen. Alles, was ich in 20 Jahren Studium über die Quama in Erfahrung gebracht habe. Ich dachte schon, ich müsste aufgeben und mir etwas Neues suchen. Hab vielen herzlichen Dank. Okay. So. Habe ich was ich loswerden kann? Ja, ich könnte so ein Gift einfach mal darüber packen. Dann hätte ich einen Platz wieder frei. Ihr wisst gar nicht, was. Weswegen ist er sehr nervös? Gibt es einen bestimmten Grund? So. Also, ich muss als allererstes ein bisschen was wegbringen. Ich hoffe, ich kann was verkaufen. Hallo, Dufte. Ja, Eso. Ist doch Montag. Kann ich mal in meinem Fußball. Jetzt hält sein Bruder mit. Ah, okay. Ja gut, dann kann ich verstehen, dass er nervös ist. Dann kann ich das durchaus verstehen. Ich will gucken, ob ich noch was verwerten kann.
werten, verkaufen, alles Mögliche. Analysieren geht leider nicht. Weg. Jo. Aber wir spielen eh so nur noch eine knappe halbe Stunde. Danach wechseln wir zu FF14. Huch. Ah. Okay, ich brauche erstmal. Ich bemitleide diese Hochelfen, die. Verkauf. Das sind Sachen, die kann ich sowieso nicht gebrauchen. Das kann ich auch erstmal verkaufen. Verwerten. 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 Schaffen wir dadurch wirklich Inventarplatz? Wir wissen es nicht. Aufwerten. Ah, nee. Ding, es geht noch nicht. Es dauert noch 9 Stunden. Das hier könnte ich aufwerten. Wir haben es einfach mal. Oh. Wir haben es aufgewertet. Welchen? Okay. Wir werten. Erhört, dass die seltsamen Vorgänge in Südspitz aufgehört haben. Anscheinend war ein dädrischer Fürst in die Sache verwickelt. Sheogorath selbst. Ach, Sheogorath wieder, ja. So. Hundert. Nice. Ja, es wird ein bisschen weniger, aber Alter. Was soll ich das denn alles analysieren? Oh. Und hier dauert das noch auch 9 Stunden. Ach du Heilige. Kann ich da was aufwerten? Kann ich. Kann ich. Kann ich. Okay, da habe ich leider nichts mehr. Aber hey, ich konnte ein bisschen was aufwerten. Kannst du gern machen, Lena. Wenn du das möchtest, kannst du das gern machen. Verwerten. Komm, ich verwerte den Bogen jetzt einfach. Ich brauch den Quatsch doch eh nicht. Analysieren 7 Tage und 20 Stunden und 55 Minuten. Lasst einen das mal auf der Zunge zergehen, bitte. Alter. 98 von 110 Inventarplätzen. Kann ich? Huch. Wollt mich da jetzt nicht so vordringen? Analysieren. Ne, schade. Kann ich leider nichts. Aber ich werde hier ein paar Sachen los.
Bankier. Gepäckhändler. Ich hasse. Wie viel Geld habe ich noch? Ah, okay. Aber 120 kann ich jetzt tragen. Wohnen. Ich reise einmal zu meinem Haus. Ich weiß bis jetzt nicht, woher ich diese scheiß Villa habe. Egal, ich reise da mal ganz kurz hin. So, 30 Minuten noch. Ja, doch, in der Zeit sollten wir noch ein paar Quests schaffen. Wenn ich jetzt nicht allzu lange brauche. Alter. Aber hey, ich habe ein schickes Anwesen. Alter. Weißt du echt nicht, woher ich es habe? Keine Ahnung. Ach, da ist die Lampe, die ich versucht habe, da irgendwie mit dich reinzukriegen. Bitte sag, dass ich hier keinen Platz drin habe. Oh, eine Schatzkarten. Brauch irgendeine Schatzkarten? Nein. Komm schon. Irgendjemand? Ich verkauf die sonst. Bei ein paar Sachen könnte ich daraus verwerten, ne? Aber das ist jetzt... Okay, eine Sache kann ich daraus verwerten. Ach, du Heilige. Ich bin die Schätze eh nicht. Ja, ich halt auch nicht. Ja, verkaufe ich den Scheiß. Bringt eh nichts, aber... Oder ich werf ihn einfach weg. Ich glaube, den bringt... Das Zeug bringt eh... Das bringt eh nichts. Hm? Also... Ne? Nicht die Schatzkarten bringen nichts, sondern... Ich werde jetzt einfach mal... versuchen, mich jeden Tag dran zu erinnern... dass ich hier mal ein paar Sachen analysiere. Ich könnte halt auch manche Sachen verkaufen, aber ich will sie halt verwerten. Okay. Habe ich hier eigentlich jetzt noch mindestens 10 Gegenstände, die ich platzieren kann? Hier so Plus-Gegenstände habe ich hier. Warte mal. War doch eine der Aufgaben, oder? Ja,
Platziere 10 Einrichtungsgegenstände. Drücke ich hin. 10 Pets auch dazu? Ich möchte einfach nochmal wissen. Seht das auch dazu? Sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja! Halleluja! Ich nehme die danach wieder weg. Ich will nur. Ich will nur die Bestrebung haben. Ich habe zu oft PS Plus gehabt. Wie viel fehlt noch? Drei. Huch. Hey. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Da ist es. Einstecken, einstecken. Da kann man sich die Punkte auch holen. So. Ganz einfach. Baut Rohstoffe für Schmuckhandwerk von Flößen ab. Aus denen Erze hergestellt werden können, um diese bestimmten Schmuckhandwerks lernt ihr im Kapitel Somerset. Ach, leck mich. Ja, da brauche ich noch 17. Naja, okay. Irgendwann wird dieses Haus auch mal voll. Weiß zwar noch nicht in welchem Jahrhundert, weil ich einfach nie irgendwelche Möbelstücke dafür kriege. Wollte mich hier draußen kann ich halt auch noch sämtliche Sachen hinpacken. Oh, okay. Tamriel. Ich sehe, wo Kitty rumwandert. Bitte einmal dahin. Wobei, nein, ich wollte was verkaufen. Oh mein Gott, jetzt wäre ich bald wieder woanders hingeraten. Oh mein Gott. Nein. Ellenwurz. Ja, danke. Karian, hi. So, kann ich hier noch irgendwo Errungenschaften dem Koch? Kann ich bei dir was verkaufen? Seid ihr hungrig? Kann ich. Verkauf. Nein! Okay, dann schmeiß ich diese Scheiße weg. Zerstören. Zerstören. Du allmächtiger Zerstörer. Wenn die keiner will. Ich will sie nämlich auch nicht. Okay, ich bin langsam. Ich bin zu blind für diese Dinger. Ja klar. Da muss ich nicht erst einen halben Roman für eingeben.
Oh, ich hätte von Pinguin gehen sollen. Direkt dann. Hi. So. Ach, dann kann ich das hier auch erstmal machen. Haben manche Tiere Gold dabei und wo tragen die das? Haben die das gefressen? Wahrscheinlich! Die dachten sich wahrscheinlich, oh geil! Ja, das schmeckt bestimmt gut! Ach ja, wir sind jetzt hier in der Stadt, hier ist wieder gut, die Jungsprobleme. Wenn ich wieder ein bisschen am Runkel bin, wundert euch nicht. Hallo? Okay, jetzt willst du mich mobben. So. Mami, ich will heim. Na. Tag. Wenn ihr nicht in Angelegenheiten des Dominions hier seid, müsst ihr weitergehen. Meine Zeit ist kostbar. Ich habe es... Golak getötet. Hier ist der Beweis. Sicher eine grausige Trophäe. Aber wir haben ihn schon zweimal für tot gehalten. Nur um die schmerzhafte Erfahrung machen zu müssen, wie sehr wir uns damit geirrt hatten. Es gibt viele trauernde Familien, die über Skolaks Tod erleichtert sein werden. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch redlich verdient. Nicht noch mehr Belohnungen! Yes, it's it. Gehst du dem... Achso. Das ist das wieder. Ich muss die Seite noch erkunden. Aber egal. Verlies schaffen wir heute eh nicht mehr. Verlies machen wir dann nächste Woche. Verlies kommt nächste Woche dran. Da ist noch was ich haben will. Irgendwo hier war doch eigentlich auch noch eine Quest, ne? Irgendwo da. Okay. Wenn ich mir den Herrn zu fahren anzuhören. Jetzt ein bösen Hund, Mann. Dance Battle starten, wo ich ihn. Und dann esse ich mit denen bis zu Abend und fahre über den dicken Baby hoch. Und mit der am besten mit der Kopf soll ich grüßen. Mach mal Frisches. Viel Spaß dabei. Oh Gott, was. Herrlich, schön. Oh, ich bin hier in einem feindlichen Lager. Sag mir das doch mal einer. Hoppala. Ja, wie konnte das denn passieren? Außenrum. Frisches. War was im Essen drin? Ich frag nur mal. Bei ein paar staubigen Tagebuchseiten wurden die Ecken nach innen geknickt, um besondere Einträge zu markieren. Eine markierte Seite aufschlagen. Diese Orks waren vom gleichen Schlag. Man stelle sich das einmal vor. Sie haben mich beide angeworben, den jeweils anderen umzubringen. Also habe ich ihr Gold genommen, sie beide vergiftet und ihre Hütte angezündet, damit es wie ein Unfall aussah. Ich habe noch nie das Weib eines Ork-Häuptlings umgebracht, aber heute gleich zwei. Heute Moramat im Rotfell Handelsposten gesehen. Das dritte Weib des Borkenbiss-Häuptlings. Ich habe ein paar Bemerkungen fallen lassen. Sie haben nur meinetwegen das Sagen, aber sie hat die Anspielung nicht einmal verstanden. Kein Deut Niedertracht im Leib. Ich wollte sie nicht drängen und ihr so einen guten Tag
und ihr so einen guten Tag gewünscht. Wird aber langsam weich. Okay. Ich habe jetzt Fragen. Ach, das ist das Ding. Okay. Oh ja, Wurzelbruch muss ich jetzt noch machen, ne? Das offene Verlies. Ist da oben? War hier noch was? Ja. War. Da ist noch jemand. Riecht ihr das? Die Luft hier, sie ist fast süß. Seid auf der Hut. Es gibt Vampire in der Gegend und der Geruch bedeutet, sie sind auf der Jagd. Es ist besser, wenn ihr nicht allein geht. Wer seid ihr? Sabon. Ich führe eine kleine Gruppe von Vampirjägern an. Wir haben Gerüchte über eine Verseuchung dieser Region durch diese Ungeheuer gehört. Aber vor unserer Ankunft hier hatten wir nicht einmal geahnt, wie schlimm die Lage wirklich ist. Ein mächtiger Vampirfürst und sein Clan versetzen die gesamte Gegend in Angst und Schrecken. Was habt ihr vor? Wir werden so viele von ihnen töten, wie wir nur können, bis sie uns übermannen oder wir sie ausgelöscht haben. Ihr seht aus, als wüsstet ihr euch im Kampf zu wehren. Wir können immer Unterstützung brauchen, falls ihr Interesse habt. Ja, absolut. Gut. Vier Jäger sind immer besser als drei. Wo ist der Rest eurer Truppe? Näher, als ihr vielleicht glaubt. Ihr möchtet sie treffen? Sicher? Sungak, Agalir, ich stelle euch unsere neue Freundin vor. Kein Grund zu schreien, Sabon. Okay, mit den dreien sprechen wir noch? Danke, Frisches. Eine neue Rekrutin, ja? Ich hoffe, ihr könnt Schritt halten. Das Blut wird schnell und dick fließen, wenn die Vampire angreifen. Und ich kann nicht gleichzeitig auf euren und meinen Rücken achten. Und die Beschissung ist schwer. Und ihr immer noch hier? Ja, Iron, wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch hier. Aber wieso hast du denn beschissen geschlafen? Ja, gut. Die letzte Nacht war jetzt auch nicht so der Brüller. Aber das lag an einem pelzigen Viech. Oh Gott. Nein, ich meine nicht Frisches. Ich meine meinen Kater. Wenn mein Körper das sagt, gebe ich Bescheid. Oh. Alter Frisches, was ist mit dir? Ich glaube, Frisches geht es nicht gut. Frisches hat irgendwas genommen. Rechnet ihr mit viel Widerstand? Ihr Götter, ich hoffe es. Aber lasst Agalir nicht hören, dass ich das gesagt habe. Ja, diese abergläubische Rotwardone. Ich sage immer, man sollte nicht Vampirjäger werden, wenn man keine Risiken eingehen will. Mhm. Je mehr sie kämpfen, desto mehr Spaß macht es. Ja. Eine Gruppe arbeitet am besten zusammen, wenn die Mitglieder einander kennen und vertrauen. Aber also, ich spreche jetzt noch mit denen und danach wechseln wir gleich zu Final Fantasy. Weil wir haben dann noch 10 Minuten. Und ja. Ich muss nicht jeden treffen. Achso, doch. Ich will ja mit Agalir auch noch reden. Huch. Nein, nicht das Buch. Agalir! Seid ihr bereit, diese Anomalien zu töten? Ich bin bereit. Kinder? Das ist alles, was ich wissen muss. Jeder, der versucht, uns etwas anzutun, wird meine Klinge zu spüren Alter, bekommen. Leute. Okay. Wie es aussieht, habt ihr euch vorgestellt. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Sagt, wie das funktioniert. In Ordnung. Passt genau auf. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Aber wenn wir nicht alle mit höchster Konzentration bei der Sache sind, sind wir schon so gut wie tot. Die Vampire in diesem Gebiet werden von einem einzelnen mächtigen Vampirfürsten kontrolliert. Er hat die meisten von ihnen wohl selbst erschaffen. Huch. Wie lautet der Plan?
Nehmt diesen Blutstein. Verliert ihn nicht. Er hat die Kraft, Wasser in Blut zu verwandeln und selbst im sattesten Vampir einen unstillbaren Hunger zu wecken. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werden wir ihn benutzen, um den Vampirfürsten aus seinem Unterschlupf zu locken. In Ordnung. Hört gut zu. Dies ist der Plan. Ja, wir dies ist der Plan, genau. Wir werden im verlassenen Dorf den Hügel hinauf aufstellen. Da kann ich gleich pinkeln gehen. An mir kommt niemand vorbei. Agalia. Und ich wechsle gleich aber kurz Spiel, Titel und den ganzen anderen lenken. Krams. Unsere neue Freundin wird den Blutstein benutzen, um den Köder in den Brunnen im Ja, geht schneller. Muss mal. Ich liebe diesen Teil. Lass den Blutstein in den Brunnen fallen. Blut wird herausspritzen und das wird die Vampire aus ihren Verstecken locken. Wir bekommen den Schneck nicht. Vampirfürst wird nicht also, ich auch nicht. Während wir seine Meute dezimieren. Wenn ihr ihn seht, fein. Frühschuss lebt es gerade. Lasst uns unsere Positionen einnehmen. Wer am wenigsten Blutsauger tötet, muss die Zeche bezahlen. Okay. Macht keine Scherze, sonst bestrafen die Göttlichen eure Frechheit. Okay. Gut. Dann wechseln wir jetzt gleich auf Final Fantasy. Thank you.